Ich mache eine Buch-auf-Kopf-Challenge. Guckt es euch an. Okay, Sandy, dann gucken wir uns das an. Hallo, liebe Leute, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von Sandy. Und zwar hatte ich gestern... Sandra, was hast du da unter den Augen? Sind das Augenmasken, oder was? In meiner Instagram-Story, ihr könnt mir da gerne folgen, Selfie Sandra, habe ich eine Challenge ausprobiert. Und zwar kann ich richtig gut, ich kann richtig gut balancieren, meinte ich, ne? Es gibt zwei Sachen, die Sandra gut kann. Das erste ist schlafen. Die kann richtig gut, wenn sie einmal schläft, weiter schlafen. Und das zweite, was Sandra richtig gut kann, ist mit Hitze umgehen. Egal wie heiß es ist, die hat sich noch nie beschwert, es ist zu heiß oder so. Aber dass sie balancieren kann, ist mir neu. Ja, was ist, wenn es runterfällt? Dann soll mein Make-up ja nicht aufhören. Sorry, ich bin absolut lost, man sieht nur meine Cam. Was kannst du eigentlich? Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich dann eine halbe Sekunde lang meiner linken Hand weiter mich hübsch mache. Ich habe hier vorne meinen Spiegel und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ich weiß nicht, ob das Video geschnitten wird oder nicht. Also ich weiß nicht, wer das für Sandra schneidet, aber irgendwie... Digga, die beiden Türen sind doch einfach nicht gleich groß, ne? Guck mal hier. Die sieht, hat auch eine ganz andere Farbe als die. Null. Liebe Leute, die Challenge beginnt in 3, 2, 1, let's go. So, jetzt tupfe ich mein Make-up drauf. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich gerade nicht sehe. Ich kann nämlich nicht so runtergucken, weil dann verliere ich mir gleich durch. Und ich darf es nicht zu doll machen. Ganz kurz, das ist schon viel Make-up, oder? Oder ist das wenig? Oder sieht das für mich gerade einfach nur so viel aus? Vielleicht hat sie jetzt alles erstmal auf die Wangen gemacht, aber guckt euch das mal an. Hier so allein der Haut- und der Farbunterschied. Oder Sandra hat einfach ein zu helles Make-up. Das könnte natürlich auch sein. Das ist auch so die unnötigste Challenge der Welt. Hey, ich bin Sandra. Es gibt eine Sache, die ich richtig gut kann und das ist balancieren. Wahrscheinlich sind deine Eltern zufrieden mit dir. Übrigens, liebe Leute, wenn ihr mir schon hier in der ruhigen Minute zuhört, ich gebe das jetzt daily bis zum 24. So, Dick und Doof Podcast, ab jetzt daily. Es kommt eine neue Folge raus in anderthalb Stunden. Also, Leute, hört euch täglich Dick und Doof an. Neue Folge, 15 Minuten. Sandra und ich haben uns einen Bier-Adventskalender bestellt und werden in jeder Folge ein Bierchen trinken und bewerten. Ich freue mich. So, jetzt erstmal hier schön die Spachtelmasse. Nein! Schon verkackt, Alter. Challenge ist schon vorbei. Ich kann richtig gut balancieren. Aha. Nein! Okay. Leute, es ist soweit. Das Buch ist mir gefallen. In dem Moment, wo ich mich nicht konzentriert habe. So, jetzt müssen wir natürlich meinen Timer stellen. Timer, auf! Ich glaube, ihr seht es hier. Hier, mein Handy ist ein bisschen, ja, dreckig. So, 20 Sekunden, let's go. Es fühlt sich so falsch an, mit der linken Hand sich zu schminken. Ich kenne das. Also ich kenne das nicht, dass es sich falsch anfühlt, wenn man sich mit links schminkt. Aber ich hatte ja auch zweimal mein Handgelenk gebrochen. Einmal beim BMX-Fahren und einmal bei... im Zeltlager, weil ich auf dem Skier gefallen bin. Fragt nicht, wie ich das hingekriegt habe. Und dann musst du halt auch alles mit links machen. So Zähne putzen und auch andere Sachen. Also das ist ganz schwierig, wenn du es plötzlich mit einer anderen Hand machst, obwohl es die gleiche Sache ist. So wie dein Kopf denkt, dass du so nur die Bewegung mit deiner rechten Hand kannst. Das ist ganz schwierig. Jawollo, I have überall Make-up drauf. So, jetzt malen wir mir erstmal... Digga, ich dachte, das war's schon. Jetzt haut die da nochmal mehr Spachtelmasse drauf, oder was? Das sieht aus wie Erdnussbutter. Digga, ich rufe Sandra jetzt mal an, was die da macht gerade. Das ist ja unfassbar. Dass ich was nicht sagen soll. Nee, willst du sehen, was ich gerade mache? Was? Lukas, hör auf meine Videos zu reagieren. Digga, was tust du da? Warum haust du dir Erdnussbutter in die Fresse? Das ist Concealer, Junge. Ich leg jetzt auf, tschüss. Ja, mach das. Gut. Kian schreibt, nee, das ist eine normale Menge. Ist das wirklich eine normale Länge? Menge? Sprachen lernen, Bubble. Ja, ich muss. Digga, sie hat schon wieder verkackt. Hier erstmal, ich kämme mir meine Augenbrauen immer hoch, weil ich gesehen habe, dass es auf Instagram dann neue Shit ist. So, jetzt lüften wir mal meine Augenbrauen. Sag Sandy bitte, sie soll einen anderen Ton für ihren Wecker nehmen. Wenn ich den Ton nochmal höre, dann... Ich sag's ihr direkt. Was ist jetzt schon wieder? Sandy, du sollst einen anderen Ton für deinen Wecker nehmen, wird hier geschrieben. Warum? Hier steht, sag Sandy, sie soll einen anderen Ton für ihren Wecker nehmen. Wenn ich den nochmal höre, dann... Willst du mal Paul Small, Alter? Was sieht man? Mein Zimmer, das ist doch geheim. Hä, du hast es doch gefilmt in dem Video. Ach so, bei dir gerade meinst du? Ja. Film mal dein Zimmer ein bisschen, mach mal ein bisschen Sneak Peek. Lukas, nein! Soll ich ein Bild zeigen, was du bei uns in die Gruppe geschickt hast? Lukas, nein, Lukas. Hat er denn da reingepasst, was du dir bestellt hast? Ja. Mit wem chillst du gerade? Alleine. Nein, man hört doch was im Hintergrund. Nein, ich bin alleine.
Freunde, tschüss. Oh, mein Gott. Schon wieder verkackt. Ey, Digga, wenn es eins gibt, was ich kann, dann ist es balanciert. Hier, Kackstreifen in die Fresse. Digga, jetzt schmiert die sich da Durchfall ins Gesicht oder was ist das jetzt? Hey, ich check hier gar nichts mehr. Leute, Real Talk, das ist der Shit. Damit sehe ich immer 40 Kilo leichter aus. An alle Make-up-Artisten unter euch. Sieht es gut aus, was ich da... Nee. Digga, bei einer Sache, wo sie sagt, dass sie es gut kann, erwarte ich eigentlich mehr, Sandy. Ah, ich habe den Timer vergessen zu stellen. So, das heißt noch länger. Dieses ganze Video ist so lost einfach. Oh, wow. Digga, das ist so krank, was Make-up einfach machen kann. Das finde ich immer wieder unfassbar. Gerade so auf Instagram kriege ich voll oft so Videos irgendwie vorgeschlagen. Fragt mich nicht, warum ich das vorgeschlagen bekomme. Wo Leute erst so komplett ohne alles da sitzen. Dann werden die so zeitraffermäßig geschminkt und dann am Ende. Und dann wird das so gegenübergestellt. Und da erkennst du manchmal die Leute nicht wieder. Das ist irre. Oh ja. Mach deinen Wecker aus, Sandra. Oder ich fahr nach Köln und spuck gegen den... Immer mit der Ruhe, okay? Sehe ich jetzt gut konturiert aus? So, ne, ich gehe dann halt in den Einkaufsladen und die Frau denkt sich, ja, chillig, Alter, wer wartet nicht in Scheiße? Ich glaube, ich will meine Augenbrauen noch mehr weiter vergrößern. Du willst deine Augenbrauen vergrößern? Sag mal, was ist denn eigentlich möglich mit Schminke alles? Sehr schöner Blick wieder, Sandra. Ich sage euch, Leute, wenn noch einmal sie in diesem Video das Buch fallen lässt, zeige ich euch das Foto, was Sandra nicht wollte, was ich euch von ihrem Zimmer zeige. Was ist das? Digga, sie geht immer weiter nach vorne und wundert sich dann, dass das Buch runterfällt. Sandy, du bist so am Arsch. Oh, ich habe gesagt, wenn noch einmal was ihr Buch runterfällt, dann zeige ich euch das Foto, ne? Das ist das Foto, meine lieben Freunde. Du kleiner Hurensohn. Das ist Sandra in ihrem Zimmer. Also ich habe jetzt reingezoomt, das Foto ist eigentlich noch viel größer. Also da sieht man noch viel mehr drauf. Und das hat Sandra heute bei uns in die Gruppe geschickt. Und meinte so, ey, guckt mal, mein Spiegel ist angekommen. Und das ist das, was ich meinte, mit ob der reingepasst hat. Weil das ist so ein Spiegel, der geht von unten bis oben. Also ich kann jetzt nicht rauszoomen aus dem Foto, dann würdet ihr das ganze Zimmer sehen. Sie will da eine Roomtour von machen, das will ich auch nicht kaputt machen. Ich habe keinen Timer gestellt. Hm. Egal. Wisst ihr was? Ich scheiße jetzt auch einfach aufs Buch. Digga. Diese ganze Challenge macht null Sinn. Sie sagt, es ist eine, ich habe das Buch auf meinem Kopf Challenge, aber das Buch fällt die ganze Zeit runter. Tschüss. Das sieht voll cute aus, oder? Oh, wow. Geht so. Ich weiß nicht, wie sie damit in den Trends landen konnte. Das macht halt wirklich null Sinn, aber Sandra auf jeden Fall... Och, Digga, das ist doch nicht ihr Ernst. 2 bis 3 Sätze, was im Video passiert ist, hat sie da immer noch drinstehen. Sandy, das habe ich dir vor Monaten eingetippt und da sollst du einfach nur das machen. Das ist unfassbar. Naja. Das war Sandra macht eine Buch-auf-Kopf-Challenge, a.k.a. Sandra schminkt sich und hat einen Timer, der alle 20 Sekunden klingelt. You don't have to let money come between us.